Meine Damen und Herren, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 43 mit Tagesordnungspunkt 20 mit Tagesordnungspunkt 44. Das ist der Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, starke Kinder, starke Familien. Landesregierung stärkt Kinderbetreuung in Hessen durch mehr Qualität, mehr Fachkräfte und mehr Zeit für die Kinder. Mit dem Antrag der Fraktion der FDP 20/564 mit Antrag der Fraktion der SPD 20/1415. Ich bitte um mehr Ruhe und darf als erste Rednerin aufrufen die Kollegin Anders für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Anders, Sie haben das Wort, und ich darf noch einmal bitten um mehr Ruhe und Aufmerksamkeit für die Rednerin. 10 Minuten pro Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste! Die Zukunft lernt im Kindergarten. Und nach der letzten Debatte möchte ich den Satz gerne noch einmal wiederholen. Die Zukunft lernt im Kindergarten. Die Zukunft spielt, singt, lacht im Kindergarten. Sie lernt, Konflikte konstruktiv zu lösen, erfährt, mit Frust umzugehen, und erlebt, dass Vielfalt eine Gesellschaft bereichert. Die Zukunft sind alle Kinder, die in unserem Land leben, Kinder reicher und armer Eltern, Kinder mit oder ohne deutsche Sprache, Kinder mit oder ohne Behinderung. Begleitet werden unsere Kinder dabei von Erzieherinnen. Die Männer sind mitgemeint. Sie sind es, die unsere Kinder stark machen, Eltern Ängste nehmen, jedes Kind nach seinen Möglichkeiten fördern und Kindern zeigen, wie das Zusammenleben in Gruppen gelingen kann. Für diese unverzichtbare Arbeit möchte ich mich heute gerne bei allen Erzieherinnen in Hessen ganz herzlich bedanken. Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Immer mehr Kinder werden bereits ab dem ersten Geburtstag in Kitas oder bei Tagesmüttern und Vätern betreut. Und die vielfältigen Anstrengungen haben erreicht, dass über 98% der hessischen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren eine Kita besuchen. Das ist politischer Wille, denn so können Kinder vielfältig auf die Herausforderungen der Schulzeit vorbereitet werden. Kitas sind also Bildungseinrichtungen, und das hält Hessen auch deutlich in seinem Bildungs- und Erziehungsplan fest. Diese herausfordernde Aufgabe kann nur mit allen Akteuren gemeinsam angepackt werden. Und deshalb halten wir an dem Dreiklang fest, zum einen der Ausbau der Plätze, zum zweiten die Beitragsfreiheit und zum dritten und wichtigsten die stetige Verbesserung der Qualität in unseren Einrichtungen. Der Ausbau der Plätze steigt stetig an, und die Programme zur Investitionsförderung werden von den Kommunen sehr gut angenommen. Und um dies weiterhin auch zu ermöglichen, werden wir in Hessen das Bundesprogramm verstetigen und 40 Millionen € den Kommunen für den Bau von Kitas zur Verfügung stellen. Die Beitragsfreiheit ist mit 6 Stunden täglich im letzten Jahr verwirklicht worden, und das entlastet Eltern finanziell deutlich. Und nach der Verdreifachung der Qualitätspauschale braucht es jetzt noch viel mehr und viel vielfältigere Maßnahmen, um die Qualität in den hessischen Kitas sicherzustellen. Und das passiert jetzt in einem Umfang, in dem es das in Hessen so noch nicht gegeben hat. Ab nächstem Jahr werden fast 1 Milliarde € den Kommunen für Kinderbetreuung zur Verfügung stehen, 240 Millionen € mehr als in diesem Jahr. Und davon werden vor allem Erzieherinnen, Eltern und Kinder gleichermaßen profitieren.
Die Erzieherinnen, weil sich ihre Arbeitsbedingungen durch eine große Fachkräfteoffensive und Entlastungsmaßnahmen deutlich verbessern werden. Für die gute fachliche Begleitung sollen Anleiterinnen freigestellt werden. Für Leitungstätigkeiten soll es Freistellungen geben. Und mit der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten bei der dualen Ausbildung sorgen wir für mehr Personal und damit für eine deutliche Entlastung des Personals, das jetzt schon da ist. Die Erhöhung der Zuschüsse für Schwerpunktkitas wird für zusätzliches Personal, besondere Fortbildungen oder fachliche Beratung eingesetzt werden. Als Zweites werden vor allem Eltern profitieren, weil sie viel mehr Verlässlichkeit in der Kinderbetreuung erleben werden, wenn offene Stellen endlich besetzt werden können, wenn Ausfallzeiten von Erzieherinnen endlich mit höheren Personalkapazitäten ausgeglichen werden. Und das garantiert eine kontinuierliche Betreuung. Und Eltern werden auch von erweiterten Öffnungszeiten profitieren, die wir in Zukunft viel mehr noch bezuschussen werden. Mehr Personal wird auch ermöglichen, dass Eltern gute Begleitung und Beratung in Kitas erhalten. Zum Dritten werden die Kinder natürlich profitieren, weil durch mehr Personal und gut ausgebildete Erzieherinnen mehr individuelle Betreuung und Förderung möglich ist. Nur mit mehr Personal wird es auch mehr Zeit fürs Kind geben können. Und deshalb erhöhen wir die Zuschüsse der Pauschalen für Kitas um mehr als 40%. Das wird eine deutliche Entlastung der kommunalen Haushalte sein. Und es ist eine langjährige Forderung der kommunalen Spitzenverbände, die Zuschüsse zu erhöhen. Und somit ist es eben nicht mehr nur daran gekoppelt, dass gute Kitas in finanzstarken Kommunen sind, sondern egal, wo Eltern einen Kita-Platz in Hessen suchen, sie können sicher sein, dass überall gute Bedingungen von Landesseite gewährleistet werden. Zwei große Säulen werden die Qualität in der hessischen Kinderbetreuung maßgeblich prägen. Das ist zum einen die große Fachkräfteoffensive mit mehr Ausbildungsplätzen, attraktiveren Arbeitsbedingungen und Entlastung der Erzieherinnen. Und zum Zweiten die deutlich bessere Ausstattung, finanzielle Ausstattung durch die Erhöhung der Pauschalen und damit eine gute Qualität allen Kindern in Hessen. Diese Investitionen werden mit mehr Personal und mehr Mittel für mehr Zeit für Kinder sorgen und sind damit eine gute Investition. Mit mehr Personal und mehr Mitteln wird es für mehr Zeit für Kinder geben. Und weil ja unsere Kinder unsere Zukunft sind und weil die Zukunft im Kindergarten lernt, sind diese Investitionen in Kinderbetreuung auch echte Zukunftsinvestitionen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Nächste Rednerin, Frau Kollegin Anders, nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Böhm. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher! Es fällt mir immer noch schwer, von dem ersten Tagesordnungspunkt auf die Kindertagesbetreuung zu kommen, weil ich glaube, nicht nur mich hat das ziemlich mitgenommen. Der einzige Strohhalm, den ich jetzt für mich genutzt habe, um in das Thema reinzukommen, war, dass wir, glaube ich, eine sehr gute Demokratieerziehung in den Kindertagesstätten brauchen, um Antisemitismus und Rassismus zu verhindern und Kinder stark zu machen gegen solche Dinge. Ja, ich denke, wir nicht ohne Grund diskutieren wir heute wieder die frühkindliche
Betreuung, die frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten. Wir haben sie bereits in der Aktuellen Stunde der SPD Anfang September diskutiert. Und ja, schön, dass die Bündnis 90 die Grünen heute auch das Thema für sich aufmachen. Ich denke, es wird ja auch langsam Zeit. Wir haben zwar jetzt hier einen Entschließungsantrag vorliegen, der uns noch nicht viel Neues sagt, aber es wird ja Zeit, dass endlich der Vertrag zu dem Gute-Kita-Gesetz abgeschlossen wird, auf den wir doch alle warten, und insbesondere die Kindertagesstätten darauf warten, die Eltern darauf warten. Und ich denke, das ist wirklich ein Ding, das eigentlich kein Versäumnis bedarf. Und hier sind wir doch noch hinter unserer Zeit hinterher in Hessen. Ihr Antrag macht auf jeden Fall eine Antwort, bleibt dieser Antrag schuldig. Warum nehmen Sie den Kommunen das Geld weg, um es dann garniert mit Mitteln vom Bund für die Kita-Finanzierung zurückzugeben? Und warum glauben Sie, dass es als Erfolg bezeichnet werden kann, dass es nicht 1 Euro originäre Landesmittel für diese Kindertagesbetreuung, für die frühkindliche Bildung geben soll? Danke, Herr Rock, für die Soufflöse. Ich finde, das ist den Kommunen gegenüber eine Unverschämtheit. Das ist ein klarer Bruch ihres eigenen Koalitionsvertrages, und das ist einfach auch eine Frechheit gegenüber den jungen Familien im Lande. Um es noch einmal deutlich zu machen, was bedeutet das denn, dass Sie die Kindertagesbetreuung nicht weiter finanzieren, sondern es aus kommunalen Geldern herausnehmen, das Geld? Das bedeutet jetzt, dass die Kommunen darüber diskutieren, gestern war das schon einmal Thema, dass die Grundsteuer bei uns im Kreis zumindest überall erhöht werden soll. Und Herr Rudolph hat es ja schon gesagt, 1180 Punkte in Mörfelden-Walldorf, eine Kommune übrigens mit einer guten Kita-Betreuung, die sich schon immer bemüht hat, aber die es nicht mehr schaffen, in dieser Qualität diese Betreuung aufrechtzuerhalten, wenn sie nicht ordentliche Finanzierung von Seiten des Landes bekommen. Und hier belasten Sie die jungen Familien. Sie belasten die Familien damit, dass Sie den Kommunen nichts anderes übrig bleibt, als die Grundsteuer zu erhöhen und empfindlichst zu erhöhen, sodass wir wieder Vorreiter in ganz Deutschland sind. Was heißt das? In ganz Deutschland gibt es kaum ein Bundesland, wo die Kommunen so schlecht finanziert sind wie in Hessen. Und es geht auch nicht nur darum, dass Sie den Kommunen erst einmal das Geld wegnehmen, um es ihnen dann wieder zweckbestimmt wiederzugeben oder nur zum Teil in dieser Aufteilung. Es geht auch darum, dass wir mit den Vorschlägen, die bisher auf dem Tisch liegen, nicht nur einverstanden sind. Nehmen wir z.B. die Erhöhung der Grundpauschalen. Das ist notwendig, das wissen wir. Das war schon deswegen notwendig, als Sie die Gebührenfreiheit eingeführt haben, die teilweise haben Sie den Kommunen nur einen Teil des Geldes gegeben, das sie gebraucht haben, um die Gebührenfreiheit auszugleichen. Hier haben Sie wieder einen Punkt, Entschuldigung, da ist jemand gerade gestürzt, aber es ist nichts passiert, glaube ich. Da ist wieder ein Punkt, wo den Kommunen Geld weggenommen wurde und das ihnen ganz, ganz deutlich in der Kita-Betreuung, in der Finanzierung der Kita-Betreuung fehlt. Hier sind sie dabei, wieder das Konnexitätsprinzip meines Erachtens nicht einzuhalten. So eng, wie Sie sehen, glaube ich, ist es überhaupt nicht gemeint gewesen. Hier muss auch gelten, wer bestellt, muss auch bezahlen. Und sichern Sie endlich die Beitragsfreiheit über die Landesmittel, die entsprechenden Landesmittel ab. Ja, jetzt wissen wir ja so langsam, was der Sozialminister nicht nur mit diesen kommunalen, auch von den Bundesmitteln machen will. Feststehen tut noch nichts. Wir hatten in dem Sozialausschuss einen dringlichen Berichtsantrag der FDP. Da ist noch sehr vage geblieben. Die Unterzeichnung des Vertrags ist erst am 20. November. Ein früherer Zeitpunkt wäre deutlich besser gewesen, weil erst danach können Gesetze gemacht werden, erst danach kann Geld fließen. Das heißt, die Kommunen müssen noch einmal und die Erzieher und die Erzieherinnen und die Kindertagesstätten müssen noch einmal warten und wahrscheinlich bis zum Sommer nächsten Jahres, bis sie das Geld tatsächlich nutzen können. Unter der Verwendung der Bundesmittel finden sich auch gute Dinge.
aber auch nichts, für was man sich sonderlich auf die Schulter klopfen müsste. Wenn man Geld vom Bund bekommt, 400 Millionen, dann, was der Bund ausgibt, dann kann man eigentlich kaum etwas falsch machen. Sie wollen mit den Mitteln die Ausfallzeiten besser abbilden, endlich etwas im Bereich Leitungsfreistellungen tun und auch die Ausbildungsbedingungen verbessern. Das ist löblich. Aber es beantwortet noch lange nicht die Frage, wo sollen denn die 8.000 oder die FDP sagt 10.000, da kann schon gut was dran sein, die jetzt laut Bildungsmonitor der Bertelsmann Stiftung in Hessen fehlen, möglichst zeitnah in die Kitas zu bekommen. Da wird es nicht helfen, wenn Sie ein paar Hochglanzplakate auf die Straße hängen und Werbekampagnen machen. Das wird nicht den Erfolg bringen, den wir brauchen. Auch die 200, in Worten 200, zusätzlichen Plätze in der praxisintegrierten Ausbildung sind da wirklich nur ein kleines Tröpfchen auf den heißen Stein. Da ist wirklich mehr Gehirnschmalz und mehr Engagement erforderlich. Wie wäre es denn beispielsweise mit einer besseren tariflichen Anerkennung der sozialen Berufe allgemein und der Erzieher und Erzieherinnen im Besonderen? Mir will nicht einfach immer noch nicht in den Kopf, warum Menschen, die mit unserem Geld umgehen, besser bezahlt werden als diejenigen, die mit unseren Kindern umgehen. Das ist, denke ich, eine deutliche Diskrepanz in dieser Gesellschaft. So bleibt Ihr Plan für die frühkindliche Bildung nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich hoffe, dass Sie sich doch noch einmal besinnen und noch einige Millionen Landesmittel draufsatteln. Die Kinder brauchen es, die Eltern brauchen es, die Kommunen brauchen es. Ich denke, das sollten die alle uns wert sein. Lassen Sie mich noch zum Schluss sagen, dass wir aus diesen Gründen, ich denke, es ist deutlich geworden, den Antrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen ablehnen und stattdessen dem Antrag der SPD zustimmen werden. Der hat eine ehrliche Bestandsaufnahme und wird dem Thema eher gerecht als Ihr Jubelantrag. Am Antrag der FDP hat leider der Zahn der Zeit genagt. Er bringt uns heute auch nicht weiter. Deswegen werden wir uns dazu enthalten. Schönen Dank. Danke, Frau Kollegin Böhm. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Lisa Gnadl. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Familien sind auf eine gute, flächendeckende, zuverlässige und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung angewiesen. Um unsere gesellschaftspolitischen Ziele, mehr Chancengleichheit in der Bildung durch frühkindliche Bildung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch die Gleichstellung von Mann und Frau erreichen zu können, bedarf es nicht nur den weiteren Ausbau an Plätzen, sondern auch die Verbesserung der Rahmenbedingungen, damit Kitas ihrer Bildungsaufgabe auch gerecht werden können. Gute Kinderbetreuung braucht vor allem eins: genügend qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher und gute Arbeitsbedingungen in den Kitas. Und dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir in der Landespolitik die Voraussetzungen schaffen. Ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich allen Erzieherinnen und Erziehern danken, die tagtäglich ihren wertvollen Dienst an unseren Kindern und zum Wohl unserer Gesellschaft verrichten, die dabei auch den körperlichen und physischen Belastungen dieses Berufes standhalten, die oft mit großen und unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert sind, die sich oftmals um große Gruppen und viele Kinder kümmern müssen, die tagtäglich neuen Herausforderungen begegnen und die ihren Dienst mit Freude und auch mit viel Engagement verrichten, auch wenn diese Arbeit nicht zu den Bestbezahltesten in diesem Land gehört. Ihnen allen gilt unser Dank. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe selbst drei Kinder. Und wenn man morgens seine Kinder in eine Kindertagesstätte, in eine Kita bringt, dann ist es einfach
das Wertvollste, was wir haben, was wir in die Obhut der Erzieherinnen und Erzieher geben, mit einem großen Vertrauen, dass diese auch ja, mit den Kindern arbeiten, sie fördern und sie eben nicht nur betreuen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das funktioniert auch nur mit einem großen wechselseitigen Vertrauen. Aber das, meine Damen und Herren, funktioniert nur, wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen. Und dass gute Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten und in der Tagespflege im Mittelpunkt der hessischen Landespolitik stehen muss, das folgert ja die Landesregierung ganz richtig. Denn Kinder sind unsere Zukunft, und in diese müssen wir investieren. Nur leider sieht die Realität in Hessen ganz anders aus. Wenn man in diesen Tagen durch meine Heimatgemeinde fährt, dann sieht man auf der Hauptverkehrsstraße ein großes Banner über die Straße, wo draufsteht, Erzieherinnen und Erzieher gesucht. Ganz offensiv macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass sie Fachkräfte für ihre Kitas bedarf. Und dabei ist Altenstadt kein Einzelfall. Viele Städte und Gemeinden sind auf der Suche nach Personal und finden keins. Das machen auch 23 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg in einer gemeinsamen Erklärung deutlich. Sie beklagen, dass sie nicht genügend Fachkräfte gewinnen und dadurch auch keine weiteren Kita-Gruppen bilden können. Und Frau Anders, Sie haben eben gesagt, dass wir überall in Hessen gleiche gute Bedingungen vorfinden. Wenn man sich die Bertelsmann-Studie anschaut, dann finde ich, ist da etwas ganz Alarmierendes zu lesen. Denn es gibt große regionale Unterschiede in Hessen. Und hier gibt es auch ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, wenn beispielsweise im Werra-Meißner-Kreis eine Fachkraft fast 4 Kinder mehr betreut als etwa eine Kollegin in Darmstadt. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das darf nicht sein, denn alle Kinder brauchen die gleichen Entwicklungschancen. Und es kann nicht sein, dass die Belastungen der Erzieherinnen und Erzieher ebenso unterschiedlich sind von Landkreis zu Landkreis, von Kommune zu Kommune. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie gut die Städte und Gemeinden finanziell ausgestattet sind und wie sie die Rahmenbedingungen seitens des Landes dafür setzen. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt eben sehr eindeutig, dass Sie Ihrer Verantwortung auch in den letzten Jahren eben nicht gerecht worden sind. Und ich meine, die CDU regiert jetzt seit 20 Jahren, in den letzten 5 Jahren gemeinsam mit Bündnis 90 die Grünen. Und die Problematik des Fachkräftemangels im Bereich der Kitas spitzt sich von Jahr zu Jahr zu. Sie hätten die Gelegenheit gehabt, gegenzusteuern in den letzten Jahren. Und das haben Sie eben nicht gemacht. Sie haben nicht die Kommunen dabei tatkräftig unterstützt. Unser Gesetzentwurf aus der letzten Legislaturperiode seitens meiner Fraktion zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung, da hätten Sie die Möglichkeit gehabt, entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen. Wir haben immer gesagt, wir müssen die Kommunen so unterstützen, dass das Land 2/3 der Betriebskosten übernimmt, um sie eben wirklich zu entlasten. Und wir haben Vorschläge zur Qualitätssteigerung gemacht, von denen Sie jetzt Teile dank des guten Kita-Gesetzes der Bundesregierung aufgreifen. Aber aufgreifen wollen, es wird ja erst noch in den nächsten Tagen im November unterschrieben. Aber was uns fehlt, ist ein wirklich konzeptionelles und finanzielles eigenes Engagement des Landes. Nach den Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung fehlen in der Kinderbetreuung in Hessen rund 8.000 Fachkräfte, um eine gute Betreuungsqualität zu erreichen. Und hierbei sind der dringend notwendige Ausbau der Betreuungsplätze und die von vielen Eltern geforderte Ausdehnung der Betreuungszeiten noch nicht einmal eingerechnet. Das heißt, das ist nur ein Teil dessen, was tatsächlich fehlt. Und
In diesem Jahr, sagen Sie, stehen 800 Millionen € für die Kinderbetreuung bereit, und es sollen im nächsten Jahr durch das starke Heimatgesetz 120 Millionen € und über das gute Kita-Gesetz des Bundes, ich habe es eben schon erwähnt, 112 Millionen € hinzukommen. Aber was Sie dabei nicht dazu sagen, ist, dass das, was dazukommt, keine originären Landesmittel sind, sondern dass sie sich einmal im Topf der Kommunen bedienen und auf der anderen Seite eben Bundesmittel investieren. Meine Kollegin, ist dabei darauf schon eingegangen. Die große Aufgabe, die vor uns steht, werden Sie aber nicht alleine mit dem Geld anderer finanzieren können. Und uns allen ist ja bekannt, dass insbesondere was den Erziehungsauftrag anbelangt, die Anforderungen an die Erzieherinnen und Erzieher deutlich höher sind als noch vor 20 Jahren. Und die Erwartungen, was den Bildungsauftrag von Kitas anbelangt, sind gerade auch durch die Erkenntnisse bezüglich der Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung deutlich gestiegen. Das Problem ist nur, dass sie daran nicht, dass die Rahmenbedingungen sich kaum verbessert haben. Und den genannten 8.000 notwendigen Stellen in der Kinderbetreuung wollen Sie ganze 200 bezahlte Ausbildungsgänge entgegensetzen. Das, meine Damen und Herren, ist lediglich ein Vierzigstel der benötigten Kräfte. Und das wird der Situation in den hessischen Kindertagesstätten und in den Städten und Gemeinden keinesfalls gerecht. Die Kapazitäten für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern müssen massiv erhöht werden. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Beruf muss auch noch attraktiver werden. Und dafür haben wir in unserem Antrag auch die Maßnahmen klar benannt. Die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten ist die eine Seite. Aber Sie müssen genügend Bewerberinnen und Bewerber finden, die auch dann die zusätzlichen Plätze wahrnehmen. Und dafür, meine Damen und Herren, reicht aus meiner Sicht eine Werbe- und Imagekampagne nicht aus. Denn bevor Sie hier eine riesige Werbemaschinerie andrehen, sollten Sie vielleicht erst einmal darüber nachdenken, wie Sie auch die Attraktivität der Ausbildung, z. B. mit einer durchgängigen Gebührenbefreiung, verbessern können und wie Sie eine Ausbildungsvergütung auch einführen können. Erzieherinnen und Erzieher verdienen unser aller Dank und Anerkennung, aber besser als Dankesworte sind eben auch eine höhere Eingruppierung im Tarifsystem und eine entsprechende Ausbildungsvergütung. Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Neben den Anstrengungen bei der Ausbildung brauchen Sie die Qualitätssteigerung in den Kitas. Für mehr Qualität sorgt zum Wohle unserer Kinder eben die Entlastung auch der Erzieherinnen und Erzieher, beispielsweise bei der mittelbaren pädagogischen Arbeit und anderer Dinge, die wir in unserem Antrag aufgeführt haben. Sie sehen, wir brauchen echte Anstrengungen in Hessen, um die Rahmenbedingungen in den Kitas und um die Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher merklich zu verändern und zu verbessern. Lassen Sie uns vor allen Dingen daran auch gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Abg. Papst-Diebel, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst ein Wort zu meinen Vorrednerinnen. Die Zukunft, die lernt zuallererst in der Familie und ja, auch im Kindergarten. Der geht nämlich ab Alter 3 los, wo Kinder in der Ich-Entwicklung schon bereit dafür sind. Der Titel des Setzpunktes von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zeigt, dass die Qualität der Kinderbetreuung in Hessen hinsichtlich Fachkräften und aufgewendeter Zeit für die Kinder, sagen wir, verbesserungswürdig ist. Das muss man so hinnehmen. Dankeschön. Das muss man so hinnehmen und sich freuen, dass Qualitätssteigerungen durch Unterstützung der Kommunen bei den Personalkosten kommen werden.
Zumindest ist das zu hoffen, denn hier liegen die größten Probleme in den kommunalen Haushalten. Das starke Heimat-Hessen-Gesetz werden wir ja wohl noch an anderer Stelle diskutieren. Allerdings bin ich schon durch die ersten Worte des Entschließungsantrags irritiert. Es müsste heißen, starke Familien, starke Kinder und nicht andersherum. Oder kann man Kinder ohne Familie denken? Hier sehe ich einen starken Grund, den Antrag abzulehnen, denn Sie können Kinder nicht stark machen ohne ihre Familien und noch weiter gedacht. Ohne Stärkung der Familien werden wir weiter eine niedrige Geburtenrate in Deutschland und Hessen haben. Als im August mein verehrter Kollege Erich Heidkamp auf die demografische Entwicklung ansprach und einen Antrag begründete, hielten Sie, liebe Kollegen, es noch nicht einmal für nötig, sich zum Thema zu positionieren. Schade. Wenn man den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan recherchiert, so wird auch dort immer wieder suggeriert, dass frühkindliche Bildung – ich halte das für ein Framingwort – für ein Gelingen im Leben die wichtigste Basis sei. Dabei werden offenbar die steigenden Zahlen kindlicher Depressionen und Bindungsstörungen verdrängt, und die warnenden Stimmen von Kinder- und Entwicklungspsychologen werden übergangen. Erst letztens gab es eine Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft hier im Medienraum des Landtages, bei der der Psychoanalytiker Dr. Marz aus Halle genau dazu warnende Worte fand. Er sagte, dass wir eine Beziehungskultur pflegen müssen, und die erste Beziehung des Menschen ist nun einmal die zu seiner Mutter und der engeren Familie. Hier wird die Basis für das weitere Leben in der Gesellschaft gelegt, und hier liegt der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Im Zentrum der politischen Gestaltung von Kinderbetreuung steht das Kind. Jeder Eltern, Erzieher und Betreuer und Politiker müssen aus der Sicht des Kindes die bestmögliche Situation schaffen. Und damit ich nicht wieder falsch verstanden werde, Fremdbetreuung von Kindern ist ein notwendiges Angebot für viele Familien, und selbstverständlich muss diese Betreuung höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Wir als AfD sehen es als wichtig an, dass sich die Gesellschaft dieser Aufgabe stellt, aber Familien bei unterschiedlichen und individuellen Lebensentwürfen zu stützen, das sollte im Mittelpunkt politischen Handelns verankert sein. Das Ziel hat bekanntlich wesentlichen Einfluss auf den Weg, und wir setzen uns für Wahlfreiheit in Betreuungsfragen, Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung ein. Selbst die aktuell veröffentlichte Shell-Studie hat offenbart, dass, für mich wenig überraschend, sehr viele junge Menschen einen eher konservativen Lebensentwurf präferieren und sogar das so verpönte, etwas abfällig sogenannte männliche Versorgermodell gewünscht wird. Das heißt, die Mütter betreuen die Kinder und verdienen vielleicht dazu, und der Vater verdient den Lebensunterhalt. Offensichtlich doch kein Auslaufmodell, wenn es ermöglicht wird. Das betrifft doch einige Prozentzahlen. Die Befragungen von jungen Leuten in Studien der Bundesregierung zeigen, dass bei den allermeisten der Wunsch nach Kindern und sogar bei vielen auch der Wunsch nach mehr als zwei Kindern besteht. Wir sollten den jungen Bürgern, die sich das wünschen, dabei helfen, gerade die ersten grundlegend wichtigen 3 Jahre ihrer Kinder selbst zu erleben. Und wir sollten hier den politischen Rahmen überdenken und Familienförderung und die Förderung von frühkindlicher Bindung und Beziehung wieder ins Zentrum des Handelns stellen. Wenn man nun aber die Maßnahmen zur Stärkung der Kinderbetreuung unabhängig von meinem angemahnten Ziel der Stärkung der Familien betrachtet, dann gibt es für sozial benachteiligte Kinder und Inklusionskitas die dringend benötigte Förderung, die hoffentlich ausschließlich in fachliche Expertise der Betreuer und Fördergruppen fließen wird, denn hier ist einiges im Argen. Zu begrüßen sind ebenfalls die Erhöhung der Ausfallzeiten, die Freistellung von Leitungspersonal und natürlich die Anwerbung von notwendigen Fachkräften. Ich weiß nur nicht, wo die herkommen sollen. Die beiden Anträge von FDP und SPD zu Erziehern, die wir hier mitberaten, sind in diesem Zusammenhang begrüßenswert.
wenngleich auch hier immer wieder die frühkindliche Bildung und Schlagworte wie beziehungsvolle Betreuung auftauchen. Letzteres, gerade Letzteres, geht nur über erheblich mehr Personal. Die FDP fordert wichtige Aktualisierungen der Bedarfsplanung und bessere Kindbetreuerschlüssel. Das kann nur doppelt unterstrichen werden. Bei der Bedarfsplanung, die Betonung liegt aber hier auch auf Bedarf, muss man anfangen. Die SPD stellt ein Maßnahmenpaket zusammen, das sicherlich finanziellen Sprengstoff bei einer Umsetzung bedeuten würde. Wir werden der FDP zustimmen, denn es ist so, mit dem Beruf des Erziehers ist eine extrem hohe Verantwortung verbunden, und jede Unterstützung dieser Berufsgruppe ist enorm wichtig. Zurück zum Entschließungsantrag. Ich wiederhole noch einmal, Kinder sind nicht ohne Familien denkbar. Und der Schlüssel für das Ziel der bestmöglichen Betreuung ist die Förderung von Familien, die dann in Wahlfreiheit ihr persönliches Modell mit früher oder später Fremdbetreuung und freier Wahl der Betreuungsart leben können, angepasst an die individuellen Bedürfnisse ihres eigenen Kindes. Hier muss an dieser Stelle zuerst nachgesteuert werden. Wir lehnen den Entschließungsantrag aus den genannten Gründen ab. Danke sehr.